Hallo und willkommen zurück hier bei Let's Play Resident Evil 4. In der letzten Folge sind wir hier schon so ein kleines bisschen rumgelaufen und haben uns schon mal in diesem mega fetten Saal da hinten umgeschaut und beziehungsweise auch schon alle Leute, die da so gechillt haben, rausgeworfen beziehungsweise umgebracht. Das trifft's, glaube ich, besser. Und jetzt spawnt hier auch keiner mehr, ein Wunder. Und ja, dann müssen wir jetzt mal schauen, wie wir hier jetzt weiterkommen. Hier ist noch jemand. Hallo? Sind hier noch mehr? Ich weiß es ja nicht, aber hallo? Hallo, hallo, auf Wiedersehen. Kaboom. Sein Kopf ist aber noch nicht geplatzt. Ups. Kriegen wir den damit down? Okay. Soweit, so gut. Ja. Also noch alle sind noch nicht weg. Zwei sind jetzt noch da. Aber um die kümmern wir uns schon noch. Keine Sorge. So. Hier vorne haben wir einen. Und hier haben wir Nummer zwei. Auf Wiedersehen. Sein Kopf ist auch geplatzt. Gut. Das passt doch schon mal gut. Einmal nachladen. Och, komm. Hallo. Sie stellt sich wieder ein bisschen an. Komm mit. Was? Where do you looking at? Wohin gucke ich denn? Okay. Ich glaube, sie hat ein paar Probleme. So. Komm mal mit. Du bleibst jetzt hier stehen. Und ich gehe einmal hier rüber und nehme das mit. Und das nehme ich auch mit. So. Jetzt ist hier irgendwas ausgefahren. Komm mit. Oh. Was soll das denn? Oh. Sie ist gestorben. Ja gut. Wie ist das jetzt passiert? Als ob der sie mit einem Ding umgebracht hat. Ich glaube ja wohl nicht. Na gut. Ich glaube, das fährt das nicht das runter. Ich weiß das gar nicht mehr. So, Miststück. Ich komme jetzt auch extra zu dir. Ja, klappt ja super. So. Ups. So, hier chillt jetzt noch der. Auf Wiedersehen. Genau, stehen Sie bitte nicht mehr auf. Vielen Dank. Der hinterlässt uns sogar einen Kräuterle. Wie lieb. Moment, 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 Moment. Das nehme ich auch mit. Und das nehme ich auch mit. Wir sollten auch mal wieder ins Inventar gucken. Aber das sieht noch relativ aufgeräumt aus. Ein Wunder. Gut. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Ashley, bleib mal hier stehen und du geh darüber. So, das fährt jetzt aus. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt einfach hier warten, bis der Typ kommt oder eher nicht? Ich weiß nicht, kommt der hier rein? Wir können ja mal die Tür auftreten. Hallo? Komm schon, Ashley. Hallo. Einen Moment, ich muss kurz nachladen. Okay, er ist tot. Komm mit, Ashley. Zurück, zurück, zurück. So. Ja, den hat dieser Schuss ins Knie
auch erledigt. Okay. Oh oh. Oh oh. Oh oh. So. Da kam, glaube ich, gerade jemand, oder? Scheiße. So war das jetzt nicht geplant. Einen Moment, ich muss kurz nachladen. Komm mit. Okay, der lebt noch. Das nenne ich mal Double Kill. Gut, da kommt jetzt noch einer. Eieiei. Aber den lege ich jetzt nicht mit der Schrotflinte um. Das lohnt sich ja eigentlich gar nicht. Und wir sollten mal wieder das, dieses Gewehr da nachladen. So, komm mal her. Auf Wiedersehen. So. So. Und so. Und so. Und so. Bye, Bitch. Hi. Na, was geht? Kannst du eventuell? Ja, super. Das hat mega funktioniert. Rennen, rennen, rennen. Drehen, drehen, drehen. Hi, hi. So. So. Hinrennen, hinrennen, hinrennen. Umbringen, umbringen, umbringen. So. Ja. Klappt doch irgendwie. Jetzt ist es hier auch erstmal ruhig. Ich glaube. Moment, ich muss doch nochmal kurz weglaufen. So. Einmal nachladen hier. So. Ich frage mich immer, ob ich das nicht irgendwie kombinieren muss. Aber es ist ja schon da dran. Oder? Ja, ich glaube schon. Hm. Merkwürdig. Irgendjemand ist hier auf jeden Fall noch, der rumschreit. Ich gehe hier jetzt erstmal so ein Stück hier hin und warte jetzt erstmal, bis die Person kommt. Oder muss ich auf die Jagd gehen? Ach, da links, okay. Hi. Na, wie läuft's, Bro? Der droppt nicht mal was. Miststück. So. Und nochmal nachladen. Gut, ich glaube, das war's jetzt erstmal. Also ich hoffe es. Moment. Wozu ist das Ding? Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Wer übernimmt die Steuerung? Ich würde sagen Ashley. Da kommen doch gleich safe wieder irgendwelche Leute an, die uns umbringen wollen, oder? Oder auch nicht. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Wir laufen jetzt erstmal hier so rum. Einfach, weil ich mich auch noch daran erinnere, dass es hier alles Mögliche gab. So, jetzt bin ich hier irgendein Kaiser, der hier chillen kann. Oder irgendein Monarch, wie der Typ sich selbst nannte. Das passt doch perfekt. Da gehen wir gleich hin. So. Okay, Erste-Hilfe-Spray, das können wir auch gut gebrauchen. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie man dieses Where do you looking at triggern konnte. Ich glaube, wir mussten sie da irgendwie so hochheben und dann, konnte sie da immer kurbeln. Äh.
Ging das so? Anscheinend schon. Watch out for me. Oh oh. Oh oh. Schnell, lad nach. Okay. Umdrehen. Oh shit, du blödes Miststück. Okay, kommt sie jetzt zurück? Nein, sie rennt schon zur nächsten. Oh oh. Oh oh. Du blödes Miststück. So, okay, okay, okay. Okay. Oh oh. Okay. Das hat geklappt. Ein Wunder. Da ist noch ein Typ. Da kommt noch einer. Und jetzt geht die Munition auch langsam in Richtung Ende. Okay. Ja, sie ist schon mal... ja, passt doch. Ein Moment. Da kann sie auch nicht selbst runterspringen. Da muss man sie extra auffangen. Es ist so anstrengend. So, wir drehen uns einmal um. Und kümmern uns noch einmal um den Dude. Tschüss. So. Hier holen wir uns jetzt noch die Petras. Und dann... haben wir's. So. Welche Waffe nehmen wir denn jetzt als nächstes? Ich weiß es gar nicht. Haben wir hier nachgeladen? Ich glaube schon. Tatsächlich geht die Munition jetzt echt langsam dem Ende zu. Wir bräuchten mal wieder ein bisschen Nachschub. Hier liegt nichts. Sie braucht natürlich wieder doppelt so lange. Gut, wohin geht's jetzt? Ich wage zu behaupten, dass mir das hier bekannt vorkommt. Da steht schon mal der Verkäufer. Bevor wir hier irgendwas machen, speichere ich erstmal. So. Inhalt wird gespeichert. Genau. Perfekt. Wir können ja sonst immer noch 50 weitere Male speichern. Was ist das? Handgranate, cool. Wozu brauche ich die denn hier im Schloss? Also ich meine, wozu bräuchte ein Schlossbewohner denn bitte eine Handgranate? Genau, Gewehrmunition hätte ich jetzt gebraucht. Also das ist echt günstig, dass wir die gefunden haben. Meine Güte, also Grammatik ist heute glaube ich nicht so meins. So, hier liegt noch Verschiedenes rum. Pistolenmunition. Ah, ich erinnere mich an diesen Raum. Das hier war so ein Schießübungsraum, ne? Kann ich hier irgendwie rumwühlen? Wohl eher nicht. Hallo? Welcome. Musst du die Waffe nehmen, die ich ausgewählt habe, Fremder? Wähle die Art der Waffe, Fremder. Schnellfeuergewehr, Scharfschützengewehr. Ich erinnere mich daran. Ich glaube, ich weiß nicht, was besser ist. Was soll ich denn verschieben? Soll ich die einfach nur auswählen? Kopfschüsse bringen immer ein bisschen mehr.
Das hat doch gut funktioniert. 200, lol, okay. Treffer 25 von 25 Punkte, 2900 Anzahl der Preise 3, okay. Habe ich dafür jetzt irgendwas bekommen? Ich glaube nicht, oder? Okay. Spiel beenden, bitte. Ich habe 3 Kronkorken bekommen, yay. Okay. So, jetzt steht er noch einmal hier vorne. Vielleicht hat er ja wieder irgendwas. Got some rare things on sale, stranger. Mhm. Dass du sehr seltene Sachen zu verkaufen hast, glaube ich gern. Das kannst du haben. Davon kannst du alle 3 haben. So, was hast du zu verkaufen? Das Ding werde ich halt nie benutzen, also... Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen zu geizig zu. An diese Blacktail erinnere ich mich, die war ziemlich gut, aber ich wüsste nicht, was ich mit den anderen Pistolen machen würde. Schulterstütze, Zielfernrohr, Dingens. Ja, das brauche ich alles nicht. Ich würde sagen, wir verbessern den Punisher weiter. Das ist halt schon teuer genug. Jetzt haben wir hier einmal alles gemacht. Das ist doch schon mal ganz nice. Beim Gewehr können wir natürlich nichts machen. Feuerkraft können wir machen. Aber ich überlege ernsthaft, ob wir uns nicht das Schrotgewehr kaufen. Also beim nächsten Mal dann, wenn wir so viel Geld haben. Aber ich wüsste halt nicht, was ich dann mit meinem Gewehr machen soll. Das muss ich dann, glaube ich, einfach liegen lassen. Und das feiere ich irgendwie nicht so, muss ich sagen. So, wir gehen jetzt einmal kurz hier nach oben. Ich weiß nicht, ob das gerade der Plan war. Okay. Ja, dann können wir ja nur geradeaus weitergehen. Und da hat, glaube ich, eine Falle auf uns gewartet. Deshalb speichere ich jetzt erstmal. Mal gucken, ob ich das Spiel noch so gut kenne, wie gedacht. Ich habe es mal als Profi gespielt, unglaublich. So. Oh oh, das ist nicht gesund. Ich würde ja sagen, das ist verdient. Also, wer sich so benimmt, der muss sich nicht wundern. Also erstmal wegrennen und dann, ja, ne? Also da kann man es nicht anders erwarten. Ist schon verdient. Hunnigan, what happened? The transmission got cut off. Salazar, how'd you... We've jacked the line. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh yes, I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, 'cause boredom kills me. I look forward to our next encounter in another life. Ach, da wäre ich mir nicht so sicher. Ashley ist auf der anderen Seite. Ich muss schnell einen Weg dorthin finden. Gut, ich würde aber sagen, wir setzen an dieser Stelle mal einen Cut. Das Ganze war ja schon mehr als verdient, würde ich behaupten. Und ob wir Ashley finden oder nicht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin.